Prinz William, diese Hollywood-Stars besuchten Schule wie er. Mit 13 Jahren könnte es auch für Prinz George, 9, und Prinz Louis, 4, an das berühmte Eton College gehen. Dort lernten bereits ihr Vater Prinz William, 41, um bestens auf sein Studium an der renommierten University of St. Andrews in Schottland vorbereitet zu sein. Und ihr Onkel Prinz Harry, 38. Die Schule kann zudem eine beeindruckende Liste ehemaliger Schüler vorweisen. Darunter Politiker, Würdenträger, Schriftsteller und Hollywood-Schauspieler. Das Eton College ist eine Privatschule für Jungen und befindet sich in der englischen Grafschaft Berkshire. Die 1440 von König Heinrich VI. Gegründete Institution kostet laut Mirror satte 48.501 Pfund, umgerechnet ca. 55.300 Euro, bietet dafür allerdings jede Menge Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten oder Zeitvertreib. Zum Beispiel Fußball- und Rugbyplätze, einen Rodersee, Cricket- und Tennisplätze. Kein Wunder also, dass auch zahlreiche Berühmtheiten die Vorzüge dieser Einrichtung genießen wollten. Schauspieler Eddie Redmayne, 41, war einer dieser berühmten Schulkameraden von Prinz William. Er hat mir immer ein bisschen leid getan, denn im Grunde genommen wollten sie in jeder Schule. In der Mann spielte, nur Prinz William tackeln, im Rugby die Spieltechnik, um den Gegenspieler aufzuhalten. Anmerkung der Redaktion, und sagen können, ich habe Prinz William getackelt. Erinnerte der Oscar-Preisträger sich 2018 in der US-Show What Schwat Happens Live Viet Andy Cohen an seine Schulzeit mit dem Thronfolger. Auch Avengers Star Tom Hiddleston, 41, gehört zu den ehemaligen Eton-Absolventen. Er spielte einst sogar in einem Schulstück an der Seite von Redmayne, wie er in der Graham Norton Show enthüllte. Ich habe in A Passage to India mit Eddie Redmayne gespielt, der die weibliche Hauptrolle spielte, verriet er. Ich hingegen spielte das Vorderbein des Elefanten, auf dem er ritt. Sitcom-Darsteller Dominic West, 53, hat nicht die besten Erinnerungen an seine Zeit am Eton College. Für ihn scheint es eine traumatische Erfahrung gewesen zu sein, so jung sein Zuhause verlassen zu müssen. Es war das schlimmste Gefühl, das ich je hatte, ähnlich wie der Kummer, als meine Eltern starben, verglich er im Interview mit Radio Times. Harry Harden Patton, 41, dürfte ZuschauerInnen von Sitcom oder Downton Abbey ein Begriff sein. Der Schauspieler war ebenfalls Eton-Schüler und hat nicht nur auf dem Bildschirm eine Verbindung zum britischen Königshaus. Seine Schwester Alice gab im Jahr 2009 Williams guten Freund Nicholas van Kutsem, 46, das Jawort. Bei der Hochzeit des Paares waren neben William auch seine heutige Ehefrau Catherine, Princess of Wales, 41, und sein Bruder Harry dabei. Weitere erfolgreiche Abgänger der renommierten jungen Schule sind die Schauspieler Damian Lewis, 51, Hugh Laurie, 63, James Bond-Autor Ian Fleming, 1908 bis 1964, Ex-Premierminister Boris Johnson, 58, und David Cameron, 56, sowie Schriftsteller George Orwell, 1903 bis 1950. Verwendete Quellen: Mirror-Cook, What Schwat Happens Live Viet Andy Cohen, Radio Times, Graham Norton Show.